willkommen und phänomenal, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, jetzt sind wir hier bei Dandolo und Babbo angekommen und da heißt es ja im Logbuch, dass es da so eine Gregor-Bande gibt und die sollten wir mal ausschalten, weil ich komme mit dem Maler noch nicht ganz weiter. Das heißt, ich soll mich ja erstmal um Lord Baldwins Auftrag kümmern. Dann bin ich ja mal gespannt. Dann gehen wir mal Richtung Norden mit Dandolo und mal gucken, ob wir irgendwelche komischen Heinis finden. Also so Gregors Bande oder sowas. Na, ja, mal die Zeltaufbauten hier. Diese Seile, das kenne ich noch vom Festival. Vor allem, wenn man im Dunkeln zu seinem Zeltplatz wieder zurückgeht. Oder zurückfinden müsste. Ja, ja. Mal schauen wir mal hier. Lecker Blauflieder. Dandolo, mein treuer Begleiter. Ja, da hinten haben wir mal wieder so lustiges Getier. Bist du noch auf Offensiv, bitte? Immer noch nicht. Muss ich wieder umschalten, wa? Oh, jetzt kommt er wieder nicht nach, der Dandolo. Oh. Warte mal, dann schalte ich dich mal wieder auf. Kampfverhalten auf Offensiv. Das heißt also sozusagen, sobald ein Getier warnt, sollte Dandolo doch eigentlich schon mal die Waffe ziehen, oder nicht, oder was, oder wie? Ja, auch wieder zu spät. Jetzt fängt er wieder an. Nee, das ist genau die gleiche Geschichte wie eben auch. Ja gut, okay. Haben wir das auch mal ausprobiert. Also einen großen Unterschied habe ich jetzt noch nicht so bemerkt. Jetzt gehen wir mal weiter Richtung Shrine da hinten. Oh, Dandolo, da hinten sind immer viele Wölfchens. Na, gucken wir doch mal. Vielleicht sollte ich auch mal meine Waffe ziehen. Gut, okay, ich habe zwar normale Pfeile drauf, aber hätte ich auch mal wieder schärfen können. Aber nee. Okay. Schon nicht. Na, wo schießt du denn hin? Ja. Stufe gestiegen, das ist auch gut. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier wieder die Wölfe auseinandernehmen. Dann sollte ich mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt habe oder Lernpunkte. Wenn mich nicht alles täuscht. Achtung, fertig. Bums, 17. Ja, klasse. Da kann man mal wieder... Oh, Gobbos! Tanz der Gobbos da hinten. Was haben wir denn hier am Shrine? Eine Heilwurzel. Ach, innere Statue. Los, komm, lass uns beten. Ich will beten und spende fette 100 Goldstücke. Dafür gibt es Geschicklichkeit 1. Da siehst du, dann haben wir 75 geschickt. Das ist doch schon mal schön. Da hinten steht ja noch ein Shrine. Ja, sowas aber auch. Ja, siehst du, jetzt macht der Dandolo doch Kotzenprozess. Nicht Dandolo hauen. Oh, diese Goblins, ey. Ja, super bekloppt. Mal gucken, was es gibt. Einen schweren Asten. Ja, gib mir doch mal den Goblin da der rechten nicht Seite. Zu holen. Ja, der war's. Okay, da okay. Nicht zu holen. Da ist nicht zu okay. Holen. Nur bei einigen Goblins kann man was holen. Ja, ja, im Norden. Was gibt hier? Hier gibt's noch ein Fischgobo. Fischgobo. Ah, eine schöne Landschaft hier. Oh, da unten ist was. Da unten, mitten da drin, da unten da irgendwo, da wo es brennt. Deserteur, noch... Ah, das sind wahrscheinlich die... Ist wahrscheinlich die Bande. Mhm. Dann gucken wir doch mal weiter. Deserteure, ja, das ist natürlich nicht schön. Einfach mal so hier so ein paar Deserteure auszusetzen. Hallöchen.
Waldbeere. Und noch ein Schrein da hinten. Was gibt's? Was versteckt sich denn hier so? Große Frage, so auf der linken Seite. So. Gibt's hier irgendwas? Ja, eine Heilpflanze und Löcker. Aber dazwischen ist noch ein Fluss. Komisch, kommt mir das bekannt vor oder nicht bekannt vor? Ach Leute, ich muss euch ehrlich gestehen, Burinis habe ich vor Odyssey lange nicht mehr besucht. Aber das ist natürlich auch ein Überraschungseffekt für mich, dass wir auch mal neue Fleckchen sehen können. So, jetzt aber. Schon wieder eine Innos-Statue. Aber jetzt bete ich nicht mehr. So. Wo kommen wir jetzt zu den Deserteuren hin? Hier runter, glaube ich, ne? Oder habe ich mich jetzt wieder völlig verlatscht? Hallo. War doch hier. Ach, hä? Das war hier? Ah ja, okay. Dann Lolo, komm mit. Ein bisschen zu weit gelatscht. Genau da, wo der Krabbler da ist. Das war da hinten, genau richtig. Oh, ein paar Wölfe auch noch. Moment. Oh, ich musste husten, sorry. Ja, das sind aber gar nicht mal so unwesentlich wenige. Ne? Dann du loskommen. Guck mal, da kommt doch noch einer, Dandolo. Wieso schießt du erst nicht und dann steckst du die Waffe wieder ein? Also, Dandolo. Ich glaube, ich muss dir irgendwie so eine KI, einen KI-Heiltrank geben. Ja, komm. Das läuft so. Da hinten läuft ein Gobbo auf dem Dings zu. Super geil. Das sind Skelette. Das sind Skelette. Das sind Skelette. Okay. Uah. Was hast du denn jetzt im dichten Fichtendickicht gemacht hier? Ein Goblin-Skelett, richtig. Da gibt's eh nur Knochen. Hm. So was Beklopptes aber auch. Ja, wo sind denn jetzt die Deserteure? Hab ich mich jetzt völlig vertan oder was? Also, die waren doch irgendwie hier so an der Felsgegend. Nicht okay. Zu holen. Da ist nicht okay, zu holen. Okay, habe ich. Da liegen auch schon welche, die kaputt sind. Da ist nicht zu holen. Hä? Bin ich im Kreis gelaufen? Nein, ne? Ich fasse es nicht. Jetzt bin ich ja wieder völlig weit ab. Und wieder ein inneres Schrein. Welch heiliger Grund. Welch heiliger Grund. Mhm. Schlumps die Wumms. Sehr gut. Blutfliege weg. Nochmal eine Blutfliege weg. Ah ja. Moment. Ja, Sagittas Höhle. Habe ich mir doch gedacht. Oh, ich habe ein paar Sachen hier zu holen. Bergkristall. Oh, ein paar Wölfe. Gut, okay. Oh! Bevor ich meine Waffe ziehen kann hier. Oh, Dandolo. Okay. Jetzt sind die Wölfe auf Dandolo getrimmt.
Kann ich mal hier in Ruhe mal. Okay. Ja, etwas unkonventionell. So, was soll's. Den habe ich schon. Da ist nicht zu holen. Okidoki. Dann, bevor wir da reingehen, in Sagittas Höhle, also ehemals Sagittas Höhle, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Also der Eisklotz ist hier nicht mehr. Mit den eingefrorenen schwarzen Weintrauben. Dunkelpilz. Noch ein Dunkelpilz. Oh. Erstmal um die Ecke lunzen. Ist da jemand oder ist da niemand? Doch, da sitzt ja jemand. Es ist noch Sagitta. Hey, eine treue Gefährtin aus alten Zeiten. Grüß dich, Sagitta. Hallo Sagitta, ich bin es, Roland, Bospas Sohn. Du bist immer noch hier? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, solange die Orks in der Nähe sind? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Ich meine, wenn ich mal deine Heilkunst benötigen sollte. Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, dann heile mich erstmal. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Schön. Ja, was hast du denn anzubieten? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Oh, ja, ein paar. Klar. Heiltränke, Mana-Tränke, Verwandlung schwarzer Goblin. Schwarzer Goblin, okay. Dann Verwandlung Ork. Aha. Kostet nur 80. Das werde ich kaufen. Warum? Na, vielleicht kann ich mich irgendwo als Spion einschleichen. Ach, das wird lustig werden. So, dann haben wir reine Lebensenergie. Mächtiger Trunk, ist klar. Was haben wir hier noch? Reines Mana. Okay, ansonsten hier wird nichts. Was? Roter Tränenpfeffer. Mhm. Ja, das war eine schöne Sache. Dann wollen wir mal gucken, ob sie Kräuterkunde Ich kämpfe macht. Gegen die Orks. Aus diesem Grund ist es für mich wichtig, die Kräuterkunst zu beherrschen, um mich heilen zu können. Könntest du mir diese beibringen? Ich achte auch dafür darauf, dass keine Orks deiner Höhle zu nahe kommen. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Ja. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Okay, Elixier der Geschicklichkeit, 25. Mana-Essenz, Extrakt der Heilung, okay. Ich dachte, hier hat so was ganz Besonderes, so wie Teleport oder Leviathan. Ja. Gucken, gibt es hier irgendwas in Ihrem Bücherschrank? Nein, gibt es nichts. Alchemitisch ist hier. Gibt es hier irgendwas, was eventuell hervorstechen könnte von den schönen Büchern? Nein, aber es gibt hier Truhen. Es gibt hier Truhen, die hier so lustig ruhen. Und die Musik knacken. Ah, okay. Ja. Ne? Wer will denn sowas haben? Aha. Okay. Ja, ein bisschen ergiebiger. Okay, ich finde das gut, dass Sagitta noch hier ist. Und immer noch im Wald ihre Kräuter sammelt. Die fand ich damals schon immer klasse. Eine Salbe für den Rücken zum Beispiel, ne? Ja, jetzt muss ich weiter gucken. Wo gibt's denn unsere Deserteure? Ja, schauen wir mal. Da hinten sind noch ein paar Wölfchen. Und da hinten, in die Richtung müsste ich, glaube ich, um zu diesen Deserteuren zu kommen. Da hinten waren ein paar Gebäude.
Das ist ein Hof, da sind Orks. Ach, weißt du was? Dandolo, komm, wir gehen mal in die Richtung hier. Und da ja die Wölfe hier so gut getarnt sind, werden ja wohl irgendwo welche sein, oder? Ja, da hinten sind sie doch schon. Oh, ja. Dandolo, mach mal ein... Das ging gut. Das ging gerade noch mal gut. Schauen wir weiter. Ah, eine Blutfliege. Auch gut. Ja, da hinten brennt das Feuer der Deserteure. Mhm. Hier sind noch ein paar Blutfliegen mehr. Hm. Du sollst die Waffe stecken lassen. Nee. Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nichts zu holen. Nicht zu plündern. Okay. Aber hier noch was. Oh! Ein Vargi! Ein Vargi aus dem Hinterhalt. Das ist nicht schön. Dann lass das hier sehen. Ey, ein Varg aus dem Hinterhalt. Wo ist jetzt das Feuer? Der nochmal Blutfliege. Okay, aber wo ist denn jetzt das Feuer der Deserteure? Nee, das ist es. Oh, dieses Regenwetter, das macht alles Mist. Oh, Dandolo. Dich sieht man auch noch kaum. Aber wo ist dieses komische Deserteurlager? Hat's doch eben noch gesehen. Vor allem bei diesem Regen kann man eh nichts sehen. Ach, da. Oder? Nee, da ist Sagittas Haus. Oh Mann, immer die, da rede ich im Kreise. Da unten müsste es sein. So, du bist noch dabei. Ja, ich habe jetzt wieder genau richtig. Ja, definiert. Neuerdings. Da ist es. Das müsste das Lager der Deserteur sein. Ja. Ja. Einer. Und noch einer. Boah, ich bin gespannt, was sie zu sagen haben. So, entweder laufen die auf mich jetzt zu. Bist du dran. Ja, ich bin jetzt dran, sagen sie. Pücken wir erstmal eine Feuernelle. Oh, da kommt gleich drei Stück. Okay, einer wurde schon genatzt. Und dann Dolo. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch weiter getroffen werde, weil... Mist. Mach mal den hier mal. Selber kaputt. Und wo willst du hin? Na, also warte, da unten. Du Mistkerl. Leg dich nie wieder mit mir an. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was er hatte. Man ist immer so völligst... in seinem Ritual nicht drin. Zu holen. Moment, das waren doch drei hier, die auf uns zugegangen sind. Ah, okay. Was ist das? Ach, bisschen Kiffkram. Kiffkram. Da ist nicht zu holen. Okay. Ah ja, Blauflieder. Jetzt bin ich gespannt, was bei den Deserteuren noch so zu entdecken gibt. Außer ein paar Kräutertjes. Blauflieder. Und da sind ja noch, da liegt ja noch einer. Eine Milizarmbrust. Oh, schön. Und was gibt's bei dir? Grobes Breitschwert. Schön. Und ein paar silberne Kerzenständer. Da war doch ein Gletscherquarz und noch ein paar Truhen. Nee. Zu weit. Fällt knöterig. Okidoki. Ja, was denn das? Ein grobes Kriegsbeil, ein bisschen Käse, ein bisschen Gold. Kann man haben, muss es aber nicht. Ey, bleibt er da voll hängen?
Hier wieder Pech. Und die nächste Truhe. Oh, das war aber wenig. Aber schön viel hier zu holen. Jo, das war alles bis jetzt. Vielleicht nochmal hier reingucken. Jo, ein bisschen Wasser, ein bisschen Schinken. Fell eines Schattenläufers bringt immer unheimlich viel. Geld, Brot, Wagfell. Tja, schön. Der Deserteur. Aber es war noch nicht Gregors Bande, weil sonst würde hier auch ein Gregor liegen. Aber es hieß ja auch im Norden. Ja, ich bin ja so jetzt so ein bisschen im Norden drin. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter. Hier geht's ein bisschen was rauf. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen was Suffer. Ja, genau. Eins, zwei, Suffer. Oktoberfest ist doch schon längst rum, Leute. So, gucken, was sich hier versteckt. Oh, oh, oh. Hier ist irgendein Sumpf in Gebieten. Nee. Uninteressant. Weiter. Schauen wir mal, was kommt uns denn hier entgegen? Nicht. Hier geht's nur wieder hoch. Zu den. Zum, na, sag schon. Dragomir und Babo, ne? Ja. Boah, toll. Dass die so nah sind, hätte ich nicht gedacht. Na, toll. Ich und meine Umwege. Dann gehen wir doch noch hier ein bisschen weiter. Gibt's hier was? Nein. Ist noch. Victimo Sorn. Ernst, der was? Erst der Phönix stoppt ihn. Okay. Hier gibt es Friedhöfchens. Kann ich hier denn was plündern? Nee, kann ich nicht. Hier gibt es noch einen. Kurzschwert der Miliz. Essenz der Heilung. Serrano Okara, der den Turm bewachte. Jetzt muss ich. Ich kann mich nicht erinnern, liebe Leute, dass die Grabsteine die gleiche Inschrift haben, wie das Original Spül Isolde. Das weiß ich jetzt nicht. Jasmin. Habe ich mir gar nicht gemerkt. Kann mir das einer in den Comments schreiben? Oh, das Grab der rostigen Axt. Theodor, sein Geist sei befreit. Ich weiß es nicht. Dandolo, du bist ein bisschen angefressen, so wie das aussieht. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder hier. Bei den Orks. Das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu heftig. Naja, wir können hier halt eben mal gucken, ob wir hier die Feldräuber mal am Rande erledigen können. Oder es sind irgendwelche Orks, die hier noch in der Nähe sind. Auf jeden Fall hier an den Häusern. Oh, Dandolo, Alter. Na also, läuft doch. So läuft's richtig. So, der nächste ist ja auch schon da. Genau. Weiter geht's am Rande der Stadt. Am Rande von. Hä? Hä? Wie? Was? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir hier wieder bei. Gegenüber vom Maler. Aber der hat ja noch keine Aufträge mehr für mich. So steht's im Logbuch. Ja, was machen wir bloß? Ich muss doch irgendwie zu Lord André, zu Lord Hagen. Ich muss irgendwie auf den Turm da hinten hin. Irgendwo. Ach, Mann. Da war ich ja schon mal. Dandolo, komm mal mit. Wir rennen da mal eben kurz hin. Wir waren ja doch schon mal hier in der Ecke und haben versucht, irgendwie herumzukommen. Linker Seite ging nicht. Und hier auf der rechten Seite stehen so viele Orks. Ich weiß nicht, was, wie wir das hinkriegen. Können wir die eventuell noch, nachdem ich die hier befüllt habe? Ja, ich versuch's mal. Erstmal befülle ich die. So.
ich werde mich mal wieder aufrüsten. Mit dem Feuerwall. Jetzt dein Dolo. Ach ja, bevor du hier irgendwelche Geschichten machst, verhalte dich bitte defensiv. Dann gehen wir mal ganz langsam an die Orks ran. Ganz langsam, nur ganz langsam. Vielleicht dreht sich ja nur einer von denen um. Man weiß es ja nicht. Gott. Nachher drehen sich alle auf einmal um. Lach mich kaputt. Ja, okay. Super geil. Tolle Nummer. Vielleicht kann ich doch noch was machen hier. Nee, Dandolo. Nee, Dandolo, halt durch. Dandolo, halt bitte durch. Wow. Gut gemacht, Dandolo. Nicht dahin. Hier hin zu mir. Alter. Oh. Wow. Das ist eine Steintafel des Einhandkampfes. Na, wo ist sie denn? Kann man gleich mal gucken, aber die kann ich bestimmt nicht lesen. Die ist bestimmt... Da ist sie. Das kann ich nicht lesen. Ja, ist klar. Dandolo. Hier geht es auch noch bestimmt weiter. Indem wir die alle hier ausgeballert haben. Gibt es hier noch welche? Gibt es noch einen? Eine Crush. Crash. Crash-Geschichten haben wir. Haben wir schon. Gut. Hier liegt auch noch einer. Oh, weia. Okay. Wie geht's bloß hier weiter? Da hinten. Oh. Sind das Söldner? Oh, Boltan. Stadtwache. Hey, das sind unsere Mannen. Oh, weia. Und da sind noch Orkriegertjes. Au, wei, oh, weia. Was heißt das? Das heißt, wieder ganz vorsichtig sein. So. Entweder kommen wir an denen vorbei. Moment. Oder. Ah, die gucken uns alle an. Bleib hinter mir, dicht hinter den Fersen. Ah. Ich mach dich. Nein. Oh, jetzt kommt er auf mich. Ah ja, nein. So ein dämlicher Morrer. Ja. So, und du bist ja jetzt vollständig regeneriert. Genau, richtig. Ich kletter hier hoch und versuche dich von hier oben zu unterstützen. Mir aber gefährlich nahe hier. Ah, der Baum bietet Schutz. Da kommt er nicht hoch. Ist gut. Oh Mann. Dandolo, du kämpfst. Ach, du liebes Lieschen. Okay. Oh. Haben wir's? Dandolo, haben wir's? Okay, es kam noch kein Printscreen. Wow. Noch eine Heilpflanze. Wie sieht's bei ihr? Dandolo, du hast gar keinen Schaden genommen. Meine Fresse, noch eins. Nicht zu holen. Okay, das waren die drei von eben. Tana-Ork-Krieger. Richtig mal was sagen, Dandolo? Vielleicht haben wir das Glück und kommen da hinten an den Eingang, an den Zugang zum alten schwarzen Turm. Das wäre so genial. Nachdem ich hier erstmal alles... Das sieht gut aus. Dandolo, das ist klasse. Denn da hinten sind, ist ja unsere Stadtwache. Wow.
Danolo, wir haben es bis hierhin geschafft. Okay. Okay, Danolo, mach mal Schluss für heute. Ja, mach mal. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich sage herzlichst Tschüss, euer David.